Hallo, mein Name ist Bedia und auf diesem Kanal mache ich Vlogs, Lifestyle, Food-Content, Musik, alles Mögliche. Und mit diesem Video wollte ich so ein bisschen in meine eigene Arbeitswelt einen Einblick schaffen. Ich arbeite nämlich beim Fernsehen. Seit circa 2,5 Jahren jetzt in einer Firma. Davor habe ich als freie Journalistin gearbeitet, habe Praktika gemacht, davor auch mal bei der Zeitung gewesen, habe gemerkt, okay, auf gar keinen Fall, weil es einfach nicht für mich war. Und ich dachte mir, es wäre doch vielleicht ganz cool, ein Video zu machen für diejenigen, die das auch machen möchten, für sich selbst, aber noch nicht so wirklich wissen, wie sie da reinkommen sollen, wo man anfängt, um in dieser Branche Fuß zu fassen. Und deswegen habe ich mir hier ein paar Tipps aufgeschrieben, die ich euch jetzt vorstelle, die euch auch hoffentlich dabei helfen, euren Traum von der Medienbranche zu verwirklichen. Von der Fernsehbranche. Medienbranche ist ein bisschen mehr. Let's go. Also vorab führen enorm viele Wege nach Rom in dieser Branche. Es ist natürlich wichtig, wie in jeder Branche auch, sich zu connecten mit den Leuten und entsprechende Erfahrungen mitzubringen etc. pp. Aber ich kenne keine andere Branche, die so vielen Quereinsteigern Möglichkeiten bietet wie die Medienbranche. Also das erstmal vorab. Beim Fernsehen selbst unterscheidet man zwischen Produktion und Redaktion. Die Produktion übernimmt eher so organisatorische Sachen, während die Redaktion mehr Inhaltliches macht. Eine Produktion organisiert zum Beispiel einen Tagesablauf. Wann fangen wir an? Wann muss was geschehen? Wann sollten wir durch sein? Die Redaktion hingegen macht zum Beispiel vielleicht ein Casting, sucht die Leute aus, mit denen wir drehen, geht die Recherche durch. Also wie gesagt, die Redaktion ist auf jeden Fall inhaltlicher und die Produktion macht mehr Organisatorisches. Und je nachdem, was euch besser liegt, könnt ihr da auch schon eine Orientierung für euch selbst vornehmen. Dass ihr zum Beispiel sagt, okay, ich sehe mich eher in der Redaktion als in der Produktion. Im Bereich Produktion hat man beispielsweise Jobs wie Aufnahmeleitungsassistenz. Gerade am Anfang, wenn man gerade Einstieg macht, dann ist man zum Beispiel oft vor Ort, wenn gedreht wird, hilft da aus oder hilft bei der Planung der Drehs aus. Und das ist so ein bisschen der Aufnahmeleitungsjob. Was man auch machen kann, ist solche Produktionsassistenz. Dann ist man eher im Büro. Also wenn man mehr Set machen möchte, kann man Set-Aufnahmeleitung machen oder Aufnahmeleitungsassistenz. Das sind so ein paar Steps in die Richtung. Im redaktionellen Bereich kann man Redaktionsassistenz machen, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, wäre es vielleicht gut, als Logger oder Loggerin anzufangen. Da geht es eigentlich nur ums Transkribieren. Man ist entweder vor Ort bei einer Produktion, im Ausland irgendwo oder in Deutschland, macht dann Live-Logging und transkribiert alles, was dann gesagt wird, um den Schnitt im Nachgang zu erleichtern und den Kollegen und Kolleginnen quasi etwas vorzugeben, wo was passiert, wo was Spannendes passiert. Oder man macht das im Nachgang, nachdem etwas schon längst abgedreht wurde und sitzt dann irgendwo an einem Schnittcomputer und loggt das Ganze runter. Da kann man auf jeden Fall gute Erfahrungen mit sammeln und ist auf jeden Fall ein erster Step in diese Richtung. Und man kann sich connecten, das ist immer gut. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich Praktika gemacht habe beim Sender. Aktuell arbeite ich in einer Produktionsfirma. Und beim Fernsehen dreht es sich eigentlich auch um diese beiden Komponenten. Entweder seid ihr in der Produktionsfirma und produziert Inhalte für den Sender oder ihr sitzt direkt beim Sender und macht da das Tagesgeschäft oder produziert Sachen in-house. Welche Voraussetzungen brauchst du, um beim Fernsehen arbeiten zu können? Das ist, wie gesagt, vollkommen unterschiedlich. Also ihr könnt den kompletten Quereinstieg hinlegen, ihr könnt aber auch von Anfang an in diese Richtung arbeiten. Ihr könnt natürlich etwas in die Richtung studieren. Medienmanagement, Medienkommunikation, weiß ich nicht, irgendwas mit Medien am Anfang. So, das geht auf jeden Fall. Was ihr auch machen könnt, ist eine Ausbildung oder eben ein Trainee, ein Volontariat. Ihr habt bestimmt schon mal mitbekommen, dass Lehrer und Lehrerinnen Referendariate machen und im Medienbereich nennt sich das Volontariat. Und das könnt ihr natürlich auch abschließen. Das sind da so 2 Jahre, dann durchläuft man verschiedene Stationen, kriegt 1 Million Einblicke und kann dann am Ende für sich besser einordnen, was man möchte und meiner Meinung nach viel wichtiger sogar, was man nicht möchte. Und das ist so ein bisschen der erste Step in diese Richtung. Aber auch um das machen zu können, braucht man in der Regel zumindest ein bisschen Erfahrung. Deswegen bieten sich Praktika an. Oder wenn man sich das Praktikum nicht leisten kann, weil das ist ja auch nicht für alle klar, dass man 3 Monate lang unbezahlt Arbeit leistet, dann ist so ein Logging-Job zum Beispiel super, weil das auf jeden Fall ein bezahlter Einstieg ist in diese Branche. Ausbildung gibt es auch, Medienkauffrau, Medienkaufmann. Ich weiß gar nicht, welche Ausbildung es noch gibt. Ich blende das mal hier noch ein, wenn ich noch ein bisschen was finde, was in diese Richtung passt. Und Quereinstiege sind natürlich auch möglich. Also es kommt vollkommen auf euch auch als Person an. Ihr könnt auch die krasseste Erfahrung mitbringen, aber wenn ihr euch selber nicht verkaufen könnt, dann funktioniert das auch nicht. Also das ist ja auch schon mal einfach nur ein Tipp am Rande. Ihr müsst euch auch gut verkaufen können, aber es gilt natürlich auch wieder für jede Branche. Ich habe jetzt noch ein paar Pros und Cons. Also, ein Pro auf jeden Fall an der Medienbranche, dass es eine sehr coole Branche ist einfach. Letztes Jahr beispielsweise, im Januar war ich noch in einem Projekt, im zweiten war ich eine Woche auf Dreh, im dritten war ich einen Monat auf Zypern, habe da gearbeitet. Dann kam ich wieder zurück, ein Showformat gemacht, dann haben wir das im August produziert, war ich auf allen möglichen Aftershow-Partys von diesen Projekten. Dann haben wir
Events im Sommer gemacht mit der ganzen Company. Also es ist wirklich eine sehr lebendige Branche und spaßige Branche. Das passt euch am besten. Es macht einfach Spaß. Der Job macht Spaß. Jetzt kommen wir auch zu den Nachteilen. Meiner Meinung nach ist auf jeden Fall ein größerer Nachteil, dass viele Verträge befristet sind. Verträge, die sind 5 Jahre befristet, es gibt Verträge, die sind auf 1 Jahr befristet, dann manche Leute haben nur Verträge für 3 Monate, 6 Monate etc. Also das kann sich vollkommen unterscheiden. Aber da kommt es auch drauf an, wie ihr euch anstellt. Wenn ihr euch gut anstellt, bleibt ihr auch nicht arbeitslos in dieser Branche. So ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr nach 3 Monaten gedroppt wird. Außer ihr seid ultra schlecht, dann werdet ihr gedroppt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber im Grunde, wenn man sich gut anstellt, kann man auch mit diesen kürzeren Verträgen erfolgreich sein. Entsprechend ist die Bezahlung auch in dieser Branche am Anfang noch ein bisschen niedriger. Aber je länger man dabei ist und je mehr man leistet, wird das meiner Meinung nach auch belohnt. Also es steigt exponentiell, würde ich mal sagen. Wenn das euer Traum ist, dann lasst euch nicht davon abbringen, nur weil das Gehalt am Anfang ein bisschen weniger ist als das, was ihr jetzt verdient. Wo könnt ihr euch bewerben für den Job? Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ihr könnt euch natürlich über Kontakte bewerben. Wenn ihr irgendwann kennt, der im Fernsehbereich arbeitet, fragt einfach nach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, nee, aktuell brauchen wir niemanden. Und dann ist das ein Nein. Mein Gott, tut nicht weh. Aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist euch beim Sender zu bewerben. Oder ihr könnt euch natürlich bei den Produktionsfirmen bewerben. Die erstellen, wie bereits schon gesagt, Inhalte für die Fernsehsender. Meistens sind die Ausschreibungen auf den Websites hinterlegt. Oder ihr bewerbt euch einfach vollkommen initiativ. Traut euch einfach. Also wenn ihr einfach Lust habt, in dieser Branche zu arbeiten vor allem, dann lohnt sich das. Ich glaube, dass es vor allem bei einem Quereinstieg ein bisschen schwierig sein kann, für sich selbst das irgendwie einzuschätzen. Wird das funktionieren, wird das nicht funktionieren, was auch immer. Aber versucht es einfach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es heißt Nein. Und das fasst, glaube ich, grob zusammen. Also für den ersten Step vor allem. Wenn ihr anfangen wollt, gibt es auf jeden Fall 1 Million Möglichkeiten. Connectet euch mit den Leuten. Sobald ihr auch einen Praktiker habt oder einfach nur einen Loggerjob oder so beispielsweise. Wenn ich euch eine Sache mitgeben kann, wenn ihr in der Medienbranche arbeiten wollt, versucht es einfach. Bewerbt euch beim Sender, bewerbt euch bei den Produktionsfirmen, schickt 1 Million Bewerbungen raus, bewerbt euch als Logger, als Redaktionsassistenz und macht euch nicht verrückt, was die Voraussetzungen angeht. Nur weil ihr, keine Ahnung, 2 Sachen nicht habt oder so, die da verlangt werden. Bewerbt euch trotzdem und schaut einfach, wie sich das entwickelt. Und hoffentlich und im besten Fall klappt das auch. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, die Tipps bringen euch was wirklich. Es wäre wirklich einfach nur ein Traum, wenn das irgendwen dazu motiviert, in dieser Branche Fuß zu fassen oder sich besser orientieren zu können, weil ich weiß von mir selbst, dass es am Anfang ein bisschen schwierig ist, wenn man diese ganzen Strukturen nicht so wirklich durchschauen kann. Deswegen hoffentlich bringt euch das was. Es würde mich sehr freuen. Wenn ihr noch andere Tipps habt, wenn ihr auch in der Branche seid oder mal in der Branche wart, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf jeglichen Austausch und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao!